herzlich willkommen nochmal hier zu unserer Vortragsreihe bei dem Projekt Digitale Vorbilder. Wir haben hier Mick Prinz heute zu Gast. Er arbeitet bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, die benannt ist nach einem jungen Mann, der von Rechtsextremen zu Tode geprügelt wurde. Und mit Rechtsextremismus kennst du dich auch sehr gut aus. Du bist Gamer, wie ich jetzt weiß, sehr lange schon. Und Mick beschäftigt sich damit, also wie Rechtsextreme in Games aktiv sein können und oftmals ohne daran gehindert zu werden. Und das ist das Projekt, das du uns vorstellen möchtest. Vielen Dank, herzlich willkommen. Mir ist als Gamer ganz wichtig, dass wir heute aus diesem Vortrag gehen, ohne irgendwie ein stereotypes, voreingenommenes Bild zu haben, wenn wir über Videospiele sprechen. Das heißt, ihr seht es schon im Titel, ich möchte auf der einen Seite über die positiven Aspekte der Videospielkultur sprechen, über die Chancen, über die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch darüber sprechen, was gibt es denn für Risiken und wo sehen wir, dass beispielsweise rechtsextreme AkteurInnen verschiedene Gaming-Plattformen nutzen, verschiedene Videospiel-Chats nutzen oder beispielsweise eigene Propaganda-Games bauen oder eigene Modifikationen. Gerade diesen Problemaufriss werde ich hier so ein bisschen kürzer halten und werde versuchen, mit euch eher über die aktivierenden Aspekte zu sprechen und werde versuchen, mit euch darüber zu sprechen, wie wir uns auch stärker gegen Hass im Gaming zur Wehr setzen können. Einleitend, es wurden gerade schon netterweise von dir einige Sätze zur Amadeo-Antonio-Stiftung gesagt, werde ich hier aber noch einige wenige Sätze ergänzen. Ich werde mich hier aber kurz halten. Wir sind eben eine Nichtregierungsorganisation, die so schon seit 25 Jahren existiert. Das heißt, wir sind eine Stiftung, die vor allem das Ziel hat, eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rassismus, Rechtsextremismus und eben auch Antisemitismus zur Wehr setzt. Wie machen wir das? Wir stehen, wenn man so möchte, auf zwei Säulen. Auf der einen Seite sind wir eine klassische Stiftung. Das heißt, wir supporten vor allem Menschen, die Unterstützung brauchen im Kampf gegen Rechtsextremismus, die ermutigt werden müssen, die gefördert werden müssen. Das kann beispielsweise eine Initiative im ländlichen Raum sein, die sagt, wir machen eine Willkommensinitiative für Geflüchtete auf und haben Probleme mit Hass gegenüber Geflüchteten. Wie können wir uns zur Wehr setzen? Oder wir haben eine Hochschulinitiative, die sagt, wir wollen etwas zur sogenannten neuen Rechten machen. Könnt ihr uns da unterstützen? Oder wir haben manchmal auch solche Aktionen wie ein Fußballfest gegen Neonazis. Diese Projekte versuchen, etwas gegen Rechtsextremismus zu unternehmen und wir supporten sie finanziell, aber auch ideell. Das heißt, wir schicken auch SpeakerInnen vor Ort, Materialien, aber unterstützen halt eben auch finanziell. Das ist quasi die eine Säule, auf der wir stehen. Und die zweite Säule sind die eigenen Projekte, die wir in der Stiftung haben, die zu ganz verschiedenen Themen arbeiten und auch ganz viel zum Thema Digitales und zum Thema Hass im Netz. Bevor ich darauf eingehe, auch noch eine kurze Ergänzung. Die Person, die ihr hier im Hintergrund seht, das ist Amadeo Antonio. Er war eines der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Er wurde leider in Eberswalde so schwer verletzt im November 1990, dass er wenige Tage später leider verstarb im Krankenhaus. Und in Gedenken an ihn haben wir die Stiftung dann eben Amadeo Antonio Stiftung genannt. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben einige Projekte bei uns in der Stiftung. Eines davon ist das Projekt Good Gaming Well Played Democracy, für das ich quasi heute stehe und bei dem wir uns vor allem mit dem Thema Rechtsextremismus und Gaming auseinandersetzen. Unser Ziel ist dabei klar, wir wollen eine Sensibilität dafür schaffen, dass es eben auch ein Problem innerhalb der Gaming-Kultur gibt. Wir wollen nicht quasi mit diesem Projekt dafür einstehen, dass es Problem exklusiv in der Gaming-Kultur existiert. Wir wollen aber eben auch darauf hinweisen, dass es wenig überraschend auch Neonazis gibt, die Videospiele spielen und die Videospiele und ihre Communities ganz strategisch nutzen. Das heißt, wir wollen eine Öffentlichkeit darüber informieren, wo die extreme Rechte im Gaming aktiv ist, wie sie da aktiv ist und wie wir sie quasi erkennen können. Und gleichzeitig sprechen wir auch ganz viel mit Politikerinnen, mit Influencerinnen und mit Gamerinnen darüber, wie groß denn jetzt eigentlich das eigentliche Problem von Rechtsextremismus im Gaming ist. Dabei ist uns ganz wichtig, dass wir stets betonen, dass es auch im Gaming quasi nur eine laute Minderheit ist, die wir hier an rechtsextremen Akteuren sehen, aber eine laute Minderheit, die ganz systematisch versucht, eben auch so ein toxisches Klima zu säen und die auch eben in eine Videospielkultur versucht hineinzugehen, in gerade toxische Debatten hineingeht und versucht hier auch anschlussfähig zu sein. Was wir machen, wir geben verschiedene Workshops, wir hatten verschiedene Vorträge, wir schreiben verschiedene Publikationen, vor allem für Eltern, Pädagoginnen, Influencerinnen, aber wir gehen auch mit verschiedenen Plattformen in den Austausch darüber, was wir denn jetzt gegen Hass im Gaming, was wir gegen Rechtsextremismus im Gaming tun können. Was wir nicht wollen, lässt sich eigentlich ganz gut an einem Bild zusammenfassen, an diesem hier. Das ist der ehemalige Innenminister Deutschlands, Horst Seehofer, den kennt ihr alle. Und der hat sich 2019 folgendermaßen geäußert. Der hat dann nämlich gesagt, und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Und dieses Bild ist eigentlich systematisch oder symptomatisch besser gesagt dafür, was wir mit unserem Projekt
nicht wollen. Wir wollen nämlich keine neue Killerspieldebatte mit unserem Projekt vom Zaun brechen. Wir wollen auch Gamerinnen nicht unter Generalverdacht stellen. Wir sagen zum Beispiel gar nicht, dass es irgendwie die Gamer-Szene gibt. Es gibt ja auch nicht die Szene der Musikhörenden oder die Szene der Filmschauenden. Es ist eine super heterogene Community mit ganz verschiedenen Aspekten und wenig überraschend gibt es hier eben auch Rechtsextreme. Das liegt eben aber daran, dass es Rechtsextreme in unserer Gesellschaft gibt und wir als Projekt wollen differenziert mit diesem Thema umgehen und wollen quasi den Spagat machen, ein Problemaufriss auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch zeigen, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Chancen, die Videospiele so mit sich bringen. Unsere Arbeit lässt sich in vier Bereiche unterteilen. Ich mache das mal ganz schnell. Einmal ordnen wir das Problem ein, das heißt, wir machen verschiedene Dinge auf Social Media, veröffentlichen verschiedene Publikationen, wo wir auf das Problem Gaming und Rechtsextremismus verweisen. Gleichzeitig sind wir in solchen Dingen wie hier dem Gamester-Podcast und sprechen eben mit Games-Journalistinnen darüber, wie groß das Problem ist. Auf der anderen Seite halten wir viele Workshops für Medienschaffende, für Spieleentwicklerinnen, für Influencerinnen, aber eben auch für SozialarbeiterInnen, für Pädagoginnen darüber, wie wir uns gegen Hass im Gaming wehren können. Und hier haben wir einfach mal verschiedene Veranstaltungen, wo wir quasi eben mit Aktiven aus der Zivilgesellschaft sprechen oder zum Beispiel hier auch mit Influencerinnen. Was wir auch machen, wir leisten ein Monitoring, das heißt, wir gucken uns selber die Plattform an und analysieren Plattformen wie Steam, Discord, Twitch oder Reddit hinsichtlich einer Verbreitung von Rechtsextremismus. Das heißt, wir werfen einen Blick darauf, wie viele Rechtsextreme sind hier eigentlich aktiv, was gibt es hier für Gruppen und wie müssen wir mit diesen umgehen. Was wir außerdem machen, wir leisten Digital Streetwork. Das heißt, wir gehen auch selbst auf diese Gaming-Plattformen und versuchen mit radikalisierungsgefährdeten Jugendlichen in den Austausch zu gehen. Aber das bedeutet, dass wir eben auf Plattformen wie Twitch sind und gerade in politische Debatten versuchen hineinzugehen und ja, in problematischen Diskussionen ansprechbar zu sein. Für gerade Jugendliche, die noch Hilfe brauchen, für Jugendliche, die keine Orientierung haben, wie sie sich in gewissen politischen Debatten positionieren sollen. Das heißt, wir leisten klassische Straßensozialarbeit eben auch auf Gaming-Plattformen. Genau, ich halte hier einen Gaming-Vortrag und es wäre ja doof, wenn wir hier nicht auch ein bisschen spielen würden. Wir machen das aber mit einem ganz klassischen Quiz. Das heißt, ich habe ein paar Fragen für euch dabei und vielleicht wisst ihr ja die Antwort. Sowohl die Leute hier im Raum als auch die Leute, die sich die Aufnahme ansehen, könnt ihr mal so ein bisschen mitraten. Und ich habe einfach vier kurze Fragen dabei und die erste Frage ist relativ simpel, vielleicht kennt ihr die Antwort. Wie viele Menschen in Deutschland spielen denn überhaupt Videospiele? Wie weit verbreitet ist Gaming in Deutschland? Spielen 23% der Deutschen Videospiele? 36%, 42% oder 59%. Was glaubt ihr? Hat jemand von euch eine Idee? Wer sagt, es sind 23%? Wer sagt, es sind 36? 42? Und wer sagt 59%? Und die richtige Zahl ist tatsächlich, 59% der Deutschen spielen Videospiele. Zumindest von den 6- bis 69-Jährigen, das heißt, über die Hälfte der Deutschen zocken gelegentlich oder regelmäßig Videogames. Auch ganz spannend, die Hälfte davon ist in etwa weiblich gelesen. Ich finde, ist ein bisschen schade, das sind Zahlen vom Gameverband, der unterscheidet immer nur in dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht. Man muss natürlich sagen, dass es schöner wäre, wenn wir hier auch in nicht-binären Geschlechtermodellen denken würden. Trotzdem finde ich die Zahlen super gut, weil sie einfach zeigen, Gaming ist kein reines Männerding. Und Gaming ist auch kein Ding, was eben nur von Jungs genutzt wird, sondern auch der Anteil von weiblich Gelesenen in Videospiel-Communities ist sehr hoch. Außerdem, Gaming ist kein reines Jugendding. Das Durchschnittsalter von Gamerinnen in Deutschland liegt bei 37 Jahren. Das heißt, ich bin da noch ein bisschen drunter, ich freue mich. Aber Gaming ist eben kein Ding, was nur irgendwie Kids oder Jugendliche machen, sondern es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie man immer so schön sagt. Frage 2, vielleicht kennt ihr die Antwort. Wie heißt das erste Videospiel, das zu Unterhaltungszwecken programmiert wurde? Ist es Pong, Tetris, Tennis for Two oder Super Mario Bros.? Wer sagt Pong? Wer sagt Tetris, Tennis for Two und Super Mario? Die richtige Antwort ist tatsächlich Tennis for Two. Das ist ein Videospiel, was schon 1958 programmiert wurde oder 1958 veröffentlicht wurde und war quasi so ein bisschen wie Pong. Man hat hier diesen Tennisball, den man über das digitale Netz schlägt und das war quasi das erste Spiel, was man eben auch mit der Idee veröffentlicht hat, ein Game zu entwickeln, was eben auch tatsächlich unterhalten soll. So, Frage 3. Es wird so ein bisschen politischer. Welche PolitikerInnen haben ihren Wahlkampf auch im Videospiel Animal Crossing geführt? Animal Crossing ist eigentlich so eine Art Sims. Man hat sein kleines Inselparadies, baut seine Insel auf, kann andere Leute besuchen, andere Inseln besuchen. Und auch ein Politiker bzw. eine Politikerin hat hier Wahlkampf betrieben. Wer war es? War es Joe Biden, Christian Lindner, Donald Trump oder Marine Le Pen?
Was glaubt ihr, wer hat Wahlkampf in Animal Crossing betrieben? Joe Biden, irgendwer? Lindner? Donald Trump? Und Le Pen? Die richtige Antwort ist tatsächlich Joe Biden. Natürlich nicht Joe Biden selbst, sondern sein Wahlkampfteam. Aber Joe Biden hatte eben quasi diese Animal Crossing-Insel, wo man sich Joe Biden-Merch angucken konnte und quasi seine eigene Insel mit Joe Biden-Merch bestücken konnte. Tatsächlich war das aber auch gar nichts Neues. Die Demokraten und selbst Obama haben schon Videospiele genutzt, um eben Wahlwerbung zu machen. Es gab auch in der letzten Wahl sehr viel so Among Us-Streams, wo Politikerinnen eben Videospiele gespielt haben und dabei über politische Inhalte gesprochen haben. So, letzte Frage. Und damit nähern wir uns auch mehr unserem Thema. Welches Videospiel wird auch in der politischen Bildungsarbeit eingesetzt? Ist es Hidden Codes, Assassin's Creed, Papers, Please oder This War of Mine? Und wer sagt, es ist Hidden Codes? Wer sagt Assassin's Creed? Das ist eigentlich so ein Meuchelmörderspiel. Papers, Please und This War of Mine? Die richtige Antwort ist jedes davon. Jedes dieser Spiele kann in der politischen Bildungsarbeit eingesetzt werden. Hidden Codes, das ist ein Spiel von der Bildungsstätte Anne Frank, ein sehr gutes Spiel, wo man gemeinsam mit Schülerinnen sich quasi in einer digitalen Schülervertretung bewegt und auf einmal stellt man fest, dass es diverse komische Symbole an der Schule gibt. Symbole, die eben von Rechtsextremen verbreitet wurden. Und man kann dann mit den Schülerinnen gemeinsam überlegen, wie geht man jetzt damit um? Wie handelt man auch moralisch richtig? Wie vertritt man quasi eine demokratische Haltung in diesem Spiel? Und das ist ein perfektes Spiel, um mit Schülerinnen gemeinsam zu überlegen, wie man eben ja, rechtsextreme Symbole erkennen kann, aber auch wie man eine Haltung präsentieren kann. Assassin's Creed ist eine Spielereihe, die eigentlich dafür bekannt ist, dass man so einen Meuchelmörder spielt oder eine Meuchelmörderin und sich durch verschiedene Zeitepochen bewegt. Aber auch dieses Spiel lässt sich beispielsweise im Politik- oder Geschichtsunterricht verwenden, wenn man über solche Dinge wie die Französische Revolution berichtet. Und man kann dann mit Schülerinnen mal überlegen, wie authentisch ist das eigentlich? Wie gut funktioniert das hier im Spiel? Wie geschichtsgetreu ist das? Und das ist auch ein Spiel, wo man dann einfach mal mit Schülerinnen gemeinsam überlegen kann, wie gut dieses Spiel das Ganze jetzt aufbereitet. Drittes Beispiel, Papers, Please, ist ein Spiel, was das Thema Flucht und Asyl in den Mittelpunkt stellt. Man spielt einen Grenzkontrolleur und muss quasi entscheiden, wer ins Land rein darf und wer nicht. Also ein Spiel, was uns auch vor moralische Fragen stellt, in meinen Augen perfekt für den Politik- oder Ethikunterricht. Genauso wie das Ding hier, das ist dieses War of Mine, ein Spiel von einem ukrainischen Studio, wo es viel um zivile Opfer in Kriegssituationen geht und wo man quasi dann vor die Wahl gestellt wird, ob man den Nachbarn, Nachbarinnen, ob man den Essen mit abgibt oder ob man denen auch ein Dach über den Kopf gibt. Also ein sehr ernstes Spiel, ein Serious Game, ein ernstes Spiel, wo es eben halt auch um politische und ethische Fragen geht. So, das ist so ein bisschen die Brücke zu einem Thema, mit dem wir uns ja auch auseinandersetzen wollen, nämlich die Chancen von Videospielen. Und ich habe gerade schon vier Spiele gesehen, die sich in meinen Augen dafür einsetzen lassen, um mit jungen Menschen und mit Kindern auch über politische oder historische Themen zu sprechen. Ich habe ein weiteres Beispiel dabei, wo ihr wahrscheinlich denkt, was will ich denn mit Fortnite in der politischen Bildungsarbeit? Und ich werde es euch jetzt sagen, Fortnite ist eigentlich ein Spiel, was schon seit 6 Jahren existiert. Es hat über 220 Millionen aktive monatliche Spielerinnen und Fortnite ist ein Spiel, ein sogenanntes Battle Royale-Spiel. Ihr werdet mit einigen Leuten über einer Insel abgeworfen und müsst quasi als letzte überlebende Person auf dieser Insel bleiben. Jetzt denkt man, was ist denn daran Pädagogik? Auf den ersten Blick noch nicht viel, aber Fortnite ist mittlerweile deutlich mehr als nur dieser reine Battle Royale-Shooter. Es ist auch ein quasi sozialer Interaktions- und Eventraum geworden. Es gibt Partys in Fortnite. Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, dass in Fortnite Partys stattgefunden haben oder auch Konzerte. Hier hat ein Rapper, Travis Scott, ein Konzert gegeben in Fortnite vor über 27 Millionen Menschen. Oder auch als Star Wars Episode 9 war es, glaube ich, 2019 angekündigt wurde oder fast schon veröffentlicht wurde, hat man Trailer exklusiv in Fortnite gesehen. Das heißt, in Fortnite haben sie dann Menschen zusammengefunden und sich nicht bekriegt, sich nicht bekämpft, sondern haben zusammen soziale Erlebnisse erlebt. Und gleichzeitig gab es jetzt vor kurzer Zeit ein Projekt, was mich auf den ersten Blick sehr skeptisch gemacht hat oder erstmal sehr stutzig gemacht hat, nämlich ein Holocaust-Museum in Fortnite. Und jetzt denkt man, huch, wie passt das denn zusammen? Aber es hat hier ein jüdischer Spielentwickler eine extra Map entwickelt für Fortnite. Also dieses Holocaust-Museum findet ihr nicht einfach, wenn ihr durch Fortnite-Welten lauft, sondern man muss es sich extra runterladen. Und dann kann man quasi durch einen digitalen Gedenkort gehen, der über die Shoah berichtet, der über die Gräueltaten der Nazis berichtet oder eben auch über die betroffenen Perspektiven berichtet. Und ich fand, das war eine ziemlich gute Idee, um vor allem auch zum Beispiel im Geschichtsunterricht, wenn man die NS-Zeit behandelt, mit seinen Schülerinnen auf eine andere Art und Weise dieses Thema zu thematisieren. Das heißt, man kann sich dann durch dieses digitale Museum bewegen und quasi so die Geschichte erleben und muss eben nicht ein altes, staubiges Geschichtsbuch aufschlagen. Was ich auch sehr wichtig finde, der Entwickler hinter dem Spiel, Luc Bernon, hat auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Das heißt, gewisse Waffen und Emojis sind auf dieser Map verboten. Es ist ein digitaler Lernort, ein digitales Museum und das soll auch als solches fungieren und nicht irgendwie durch irgendwelche Fortnite-Waffen oder durch irgendwelche Fortnite-Emojis gestört werden. So, und jetzt kommt so ein bisschen die Brücke zu der toxischen Gaming-Kultur, von der ich eingangs schon mal kurz gesprochen habe. Denn wie ihr euch denken könnt, hat dieser jüdische Spieleentwickler nicht nur Positives erfahren und nicht nur irgendwie ein Schulterklopfen erlebt, sondern hat auch sehr viel Hass erfahren aufgrund dieser Map, die er hier entwickelt hat. Und es gab einen riesigen antisemitischen Shitstorm, den dieser Mensch abbekommen hat. Es gab dann, ich habe nur einige wenige Kommentare mitgebracht, Kommentaren wie diesen hier. Grob übersetzt sagt hier eine Person, dass das Ganze ja nur ein Videospiel sei und dass der Holocaust ja eh nicht stattgefunden hat. Also klassische Holocaust-Leugnung, die in Deutschland eben auch strafbar ist. Auf der anderen Seite haben wir auch solche ekligen Dinge gesehen. Das ist der Spielentwickler Luc Bernon und dann haben wir Leute ihn quasi in ein Vernichtungslager gewünscht und demnach auch Bilder gefotoshoppt und gebaut, die Luc Bernon quasi nach Auschwitz transportieren sollten. Also nicht nur in Anführungszeichen Holocaust-Leugnung, was schon schlimm genug ist, sondern gleichzeitig hat man auch erlebt, dass ihm ganz direkt Gewalt angedroht und gewünscht wurde. Und diese Dinge sehen wir leider sehr häufig. Wenn es um Politik und Gaming geht, sehen wir häufig, dass Diskriminierung nicht weit weg ist. Und eine Sache, die ich eingangs gesagt habe, möchte ich gerade noch mal ganz dick unterstreichen. Natürlich sind Gamerinnen per se weder rechtsaffin oder gar rechtsextrem. Gaming ist, wie wir eben gesehen haben, Teil unserer modernen Gesellschaft, 59% der Deutschen zocken. Aber leider gehört auch Rechtsextremismus zu unserer Gesellschaft, auch wenn wir das gerne anders hätten. Aber Rechtsextremismus ist auch in unserer Gesellschaft verankert. Demnach ist es nicht überraschend, dass es auch Neonazis in Gaming-Communities gibt. Aber es gibt einige Aspekte an der Gaming-Kultur, die es rechtsextrem besonders attraktiv macht, hier unterwegs zu sein. Es gibt einige Faktoren, die das Ganze begünstigen. Zum einen gehören Beleidigungen und Abwertungen und Diskriminierung für quasi fast alle Menschen, die online spielen, irgendwie so zum Alltag dazu. So Hass haben eigentlich schon fast alle Menschen erfahren, die irgendwie so im Gaming aktiv sind. Das ist so der normale Ton in vielen Videospiel-Communities. Außerdem ein Faktor, der Hass im Gaming begünstigt, ist, dass Gegenrede häufig ausbleibt. Die meisten Menschen nehmen Videospiel als einen Ort wahr, wo sie gar keine Gegenrede leisten wollen. Das ist ja nur ein Spiel. It's just a game. Und das, was im Spiel passiert, bleibt ja auch im Spiel. Das ist die häufige falsche Annahme von vielen Spielerinnen. Außerdem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Videospielplattformen und Videospielwelten werden häufig nicht so richtig moderiert oder viel zu wenig moderiert. Plattformen wie Steam oder Discord oder Twitch, da fehlt häufig einfach das Bewusstsein auch von den Plattformen, problematische Inhalte von den Plattformen zu moderieren und zu entfernen. Und außerdem wird Gaming auch von der sogenannten neuen Rechten, also von rechtsextremen Bewegungen, auch als ein Teil ihres Kulturkampfes gesehen. Das heißt, es werden eigene Modifikationen gebaut, es werden eigene Spiele gebaut, es werden eigene Gruppen designt auf Gaming-Plattformen, um die Gaming-Welt quasi zu nutzen, um die eigenen Inhalte zu verbreiten. Das heißt, wir erkennen, dass es quasi zwei problematische Gruppen im Gaming gibt. Einmal die toxischen Gamerinnen, das sind die Leute, die andere Menschen im Gaming beleidigen, die sich beispielsweise Frauen verachten oder auch antisemitisch äußern, aber jetzt irgendwie keine gefestigten Neonazis sind. Und es gibt die zweite Gruppe, die eindeutigen rechtsextremen Gruppen im Gaming. Und gucken wir uns doch beide mal kurz noch ein bisschen genauer an. Ich halte mich hier auch bewusst kurz. Aber das ist quasi die erste Gruppe, die toxischen Gamerinnen. Und hier muss man sagen, dass 77% aller Videospielerinnen schon Hass im Gaming erlebt haben. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil es omnipräsent in der Videospielwelt ist. Und ich habe einfach mal zwei kurze Screenshots dabei, die das einfach mal so verbildlichen, wie das Ganze so aussehen kann. Das ist ein Screenshot aus dem Spiel League of Legends, wo eine Person es einfach schafft, trotz Wortfiltern eine zutiefst rassistische Beleidigung zu äußern. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen, ihr könnt sie hier ablesen, aber wir sehen, dass eine Person es schafft, trotz ja, dieser Wortfilter, die wir hier mit den Sternchen sehen, eine andere Person rassistisch zu beleidigen. Ein zweites Beispiel aus einem Autofußballspiel aus, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, warum auch, Rocket League heißt es, aus Rocket League. Und hier hat eine Person ein Tor geschossen mit einem rassistischen Namen. Der wird dann für alle Leute eingeblendet, weil diese Person ein Tor geschossen hat. Und das erleben wir häufig auch in Videospielkontexten, dass es einfach rassistische Nicknames gibt, dass es rassistische Profilnamen gibt. Und die, oder an dieser Stelle, wie dieser rassistische Name halt für alle eingeblendet und er lässt sich nicht umgehen. Was wir auch häufig erleben, ist, dass es auf klassischen sozialen Netzwerken, wie hier bei Instagram, einen Post gibt, wo quasi ein Videospieltipp verkauft wird. Hier wird gesagt, ihr wollt geheime Waffen im Spiel Fallout New Vegas finden, dann googelt doch mal die Protokolle der Weisen von Zion. Und die Protokolle der Weisen von Zion sind eine antisemitische Kampfschrift. Das heißt, man versucht, Leuten
rechtsextreme Schrift näher zu bringen, indem man sie als vermeintliche Videospieltipps tarnt. Ihr wollt hier was erfahren? Dann googelt doch mal dieses und jenes. Aber eigentlich ist es dann eine antisemitische Kampfschrift, die man findet. Das war die erste Gruppe der toxischen Gamerinnen. Die zweite Gruppe, die halte ich jetzt hier auch nur ganz kurz und zeige euch nur einige wenige Beispiele von Steam. Das sind die extremen Rechten im Gaming. Und hier erleben wir, dass es auf der Plattform Steam sehr viel problematische Inhalte gibt. Beispielsweise dieses Spiel hier, ein Spiel, wo wir die Wehrmacht nachspielen, wo wir den Sturm auf die Normandie nachspielen, aber eben aus der Perspektive der Wehrmacht. Und ihr seht es hier schon im Titel, wir müssen die Invasion der Alliierten stoppen. Und das ist so das Framing des Spiels. Es wird also sehr geschichtsrevisionistisch und sehr falsch argumentiert. Auch solche Dinge sehen wir zuhauf auf Steam. Modifikationen, also Abwandlungen von bestehenden Spielen, wo wir dann hier beispielsweise die Waffen-SS als vermeintlich legitime Fraktion in einem Spiel sehen. Nächstes Beispiel ist auch sehr wichtig für diejenigen von euch, die Kids haben, die gerne mal auf Roblox aktiv sind. Roblox ist ein Spiel, was vor allem von 9- bis 12-Jährigen gespielt wird. Und leider gibt es auf Roblox auch sehr viele eigene Maps, eigene Erlebnisse, wo wir beispielsweise Rechtsterroristen nachspielen können, wie in diesem Beispiel hier. Hier wird das Attentat von Buffalo nachgespielt. Genau, und wir sehen auch, dass es verschiedenste rechtsextreme Gruppierungen auf den verschiedenen Gaming-Plattformen gibt. Hier eine geflüchtete feindliche Gruppe, in der sich sogar Rechtsterroristen vernetzt haben. Oder diese Gruppe hier, die sagt, wir sind der deutsche Widerstand, aber sie kriegen es irgendwie nicht gebacken, das Wort Widerstand richtig zu schreiben. Sowas erleben wir leider auch immer wieder im Gaming-Kontext. Und wir sehen hier, sind zum Beispiel 222 Leute drin, davon sind gerade 6 Leute im Spiel und 18 Leute im Chat. Das heißt, wir können direkt auf Chat beitreten, klicken und mit dieser Gruppe chatten, mit diesen Leuten chatten. Das heißt, die Hürde im Gaming, andere Menschen kennenzulernen, andere Menschen anzusprechen, auch mit Blick auf eine rechtsextreme Ideologie, sind relativ gering. Eigentlich auch auf allen anderen großen Gaming-Plattformen gibt es ein Problem mit Rechtsextremismus. Hier zum Beispiel Discord, wo wir immer mal wieder rechtsextreme Discord-Server sehen. Oder beispielsweise auch auf Twitch, wo so immer mehr diese Strategie gefahren wird, dass man Rechtsextreme in den eigenen Chat einlädt oder in den eigenen Livestream und mit ihnen über politische Themen spricht. Dieses Thema mit rechten Reden ist also quasi eben auch auf Twitch angekommen und rechte Meinungen werden jetzt ganz legitime, ganz normale Meinungen dargestellt. So, jetzt habe ich euch hoffentlich nicht zu sehr in eine negative Stimmung gebracht, denn gleichzeitig möchte ich euch ja auch zeigen, was machen wir denn jetzt damit? Es gibt eben diese laute Minderheit an Rechtsextremen im Gaming. Wie können wir damit umgehen? Und ich habe ein paar Handlungsempfehlungen dabei. Erstmal für diejenigen von euch, die selber zocken. Was kann man selber machen, wenn man Hass im Gaming erlebt? Und der erste Punkt klingt total banal, ist aber extrem wichtig. Man sollte nicht müde werden, hasserfüllte Inhalte im Gaming-Kontext zu melden. Ich habe eben schon gesagt, die meisten Leute schauen weg, wenn ihnen sowas begegnet wird. Und das sollte man nicht tun. Man sollte Dinge melden. Das kann man auf den jeweiligen Plattformen machen, wie beispielsweise bei Steam. Das kann man aber auch bei Orten machen, wie den Landesmedienanstalten. Auch hier kann man zum Beispiel so ein ekliges Spiel wie das, was wir uns eben angeguckt haben, dieses Tower-Defense-Spiel, wo man die Wehrmacht spielt, kann man auf diesen Seiten der Landesmedienanstalten melden. Und die Landesmedienanstalten können dann viel mehr Druck auf Steam ausüben, als wir das als Einzelpersonen können. Man kann auch Anzeigen stellen. Das heißt, man kann auch strafrechtlich relevante Inhalte, die einem so auf Gaming-Plattformen begegnen, wie das Hakenkreuz oder SS-Runen, die kann man auch bei den sogenannten Online-Wachen anzeigen. Bisher ist meine Erfahrung, dass das noch nicht viel gemacht wird und dass auch viele Online-Wachen so ein bisschen mit Gaming-Inhalten überfordert sind. Trotzdem würde ich dazu raten, das mehr zu machen, um auch bei Sicherheitsbehörden hier mehr Druck quasi auszuüben. Was man auch leisten sollte, ist Gegenrede. Ich habe auch eingangs gesagt, Gegenrede bleibt häufig so ein bisschen auf der Strecke, sollte es aber nicht, weil Gegenrede extrem wichtig ist, um vor allem Menschen, die betroffen sind von Hass im Netz, nicht alleine stehen zu lassen. Man wird mit Gegenrede selten eine andere Person im Internet überzeugen. Die Idee von Gegenrede ist aber immer, den Betroffenen zur Seite zu stehen und einfache negative, hasserfüllte Äußerungen nicht als die richtige Antwort stehen zu lassen, sondern eben dagegen zu halten. Und was man auch machen kann, wenn einem das Ganze jemand zu viel wird, einfach auch mal sagen, ich ziehe mich hier ganz bewusst raus, ich achte auf mich selbst, ich ziehe mich aus dieser Diskussion raus und schalte zum Beispiel andere Spielerinnen im Spiel stumm. Auch das kann man machen, wenn man viel beleidigt wird, hat man immer die Möglichkeit oder in vielen Spielen die Möglichkeit, andere Spielerinnen stumm zu schalten, bedeutet, ich sehe ihre Nachricht nicht mehr. Kann sehr hilfreich sein, wenn man selber mal sagt, boah, an der Stelle habe ich einfach keine Kraft dafür, ich möchte mich hier gerade rausziehen, dann ist es besser, als sich diesen ganzen Mist einfach so zu geben. Ganz wichtig auch, man sollte Betroffene unterstützen, also gerade Menschen, die von Hass im Internet betroffen sind, nicht weiße Personen, nicht männliche Personen werden sehr häufig im gerade Gaming-Kontext auch angefeindet. Hier sollte es viel mehr Solidarität von Spielerinnen geben, die Hassinhalte im Internet und auch in Gaming-Kontexten sehen. Hier wird beispielsweise eine Streamerin in ihrem Chat rassistisch beleidigt und was dann ihre Community macht, ist ziemlich cool. Immer wenn etwas Rassistisches in den Chat gespammt wird,
wird dieses Hahn-Emoji hier in den Chat gepostet, um den Rassismus quasi aus ihrem Blickfeld zu verbreiten. Das ist sehr hilfreich, wenn Leute keine eigenen Moderatorinnen auf Twitch haben, um beispielsweise dazu beizutragen, dass eine Person, die selber betroffen ist von Rassismus, rassistische Äußerungen nicht sehen muss. Ganz wichtig auch Haltung beweisen. Vor allem Profis, E-Sportlerinnen, aber auch Streamerinnen können Vorbildfunktion sein. Das sind sie auch zum Glück immer mehr und wir sehen, dass immer mehr Personen auch eine Haltung im Netz einnehmen. Und hierfür plädieren wir als Projekt auch ganz deutlich. Was man auch machen kann als Spielerin, sich beispielsweise an Protestformen beteiligen. Hier gibt es beispielsweise eine Protestaktion im Spiel Guild Wars 2. Einmal im Jahr gibt es hier quasi eine Pride-Demonstration, wo 3 Tage lang für die LGBTIQ+-Community demonstriert wird. Das sehen wir hier auch im Spiel. Es gibt aber auch tolle Organisationen wie die eSports ePlayer Foundation, die jährlich ein eSports Equal Festival veranstaltet. Oder es gibt auch so gute Initiativen wie hier Spielt Vielfalt vom Gameverband. Das heißt, es gibt auch schon gute Anknüpfungspunkte, es gibt schon gute Orte, an die man sich wenden kann, um Hilfe zu bekommen, wenn man nicht alleine gelassen werden möchte mit diesem Hass im Gaming. Ich habe auch noch ein paar Tipps für euch dabei, die ihr vielleicht noch nicht spielt oder die ihr einfach mal sagen wollt, wir möchten uns mehr mit diesem Thema beschäftigen, haben aber keine Ahnung, an wen wir uns da wenden sollen. Meine erste Empfehlung für euch, vor allem für Pädagoginnen, für Eltern, die sich mit dem Thema Gaming beschäftigen, ist, spielt doch einfach mal selber. Sammelt selber mal Praxiserfahrungen, sammelt Erfahrungen mit dem Medium, guckt mal in Spiele rein, guckt auf Gaming-Plattformen, erstellt euch eigene Accounts und guckt auch, wo sind eure Kinder da aktiv, wo sind eure Schülerinnen da aktiv. Guckt euch die Spiele an und versucht eben auch in das Gespräch mit Jugendlichen darüber zu kommen, was da so erlebt wird. Wichtig ist vor allem auch eine wertfreie Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, Videospiele sollten nicht pauschal abgelehnt werden. Wir sollten irgendwie nicht nur, weil Begriffe wie Steam oder Discord fallen, die eben sehr negativ dargestellt wurden, irgendwie die Alarmglocken läuten lassen. Es gibt auch auf Steam und Discord sehr viele tolle Inhalte. Sehr viele Menschen sind auf Steam und Discord aktiv, ohne irgendwelche problematischen Dinge zu posten. Das heißt, eine wertfreie Beschäftigung ist extrem wichtig. Und wir sollten positive Aspekte von Games wahrnehmen. Games sind ein soziales Tool, wir haben eben über Fortnite gesprochen. Aber auch gerade in der Pandemie hat Gaming extrem dazu beigetragen, dass Menschen eben nicht die Decke auf den Kopf zusammenfällt. Gaming wird auch immer mehr in der therapeutischen Nutzung zum Einsatz gebracht, beispielsweise in der Altenpflege, um Demenz ein Stück weit nicht zu verhindern, aber so ein Stück weit zumindest Demenz auszubremsen und so ein Stück weit eben dazu zu Altmenschen auch dazu zu verhelfen, wieder mobiler zu werden oder auch andere Orte beispielsweise durch eine VR-Brille zu erleben. Gleichzeitig gibt es auch Spiele, die bei Depressionen zum Einsatz kommen, die dabei helfen können, aus einer Depression rauszukommen oder die bei Angststörungen wie einer Arachnophobie, bei Angst vor Spinnen helfen können. Also Videospiele haben auch sehr viele positive Aspekte, das sollten wir nicht vergessen. Und wir sollten Spiele in die Pädagogik einbeziehen. Es gibt hier zum Beispiel von der Assassin's Creed-Reihe einen Discovery-Modus. Das heißt, wir bewegen uns hier durch verschiedenste historische Szenarien, die aber eher wie ein digitales Museum aussehen und können so beispielsweise über das antike Griechenland Dinge lernen, über Ägypten oder auch über die Wikingerkultur. Und mein letzter Punkt hier an dieser Stelle, baut auch Spiele ein, die sogenannte Serious Games sind. Also wenn ihr euch mit Jugendlichen über politische Themen unterhaltet, kann das sehr gut auch über Videospiele funktionieren. Und ein Beispiel habe ich hier nochmal mitgebracht, das ist The Darkest Fights. Das ist ein Videospiel, was bald erst erscheinen wird, wo es sehr viel um die Aufarbeitung der Gräueltaten der Nazis gehen wird. Es wird quasi dieser Fritz-Bauer-Gerichtsprozess in diesem Spiel mit nachspielbar gemacht und wir können uns quasi eben mit der gerichtlichen Aufarbeitung von den Verbrechen der Nazis beschäftigen. Es ist quasi ein Detektivspiel, wo wir uns aber eben mit den Gräueltaten der Nazis beschäftigen. Es ist ein perfektes Spiel, um eben auch ja, über die NS-Zeit und über die Folgen der NS-Zeit mit jungen Erwachsenen eben in den Austausch zu gehen. Das war's von dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.